Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal Auszeit, der beste Teil im Lebenslauf. So, und wie wir ja auf Instagram schon versprochen haben, gibt es jetzt hier das Video zum Thema Automieten in den USA. Und wer bis zum Ende zuschaut, dem verrate ich einen zufälligen Tipp, wie man, beziehungsweise wie wir, bei diesem Auto hier 500 Euro gespart haben. Also, viel Spaß bei dem Video und wenn es euch gefällt, abonniert und aktiviert die Klingel, damit ihr bei jedem neuen Video benachrichtigt werdet. Ne? Also, fangen wir mal an. In den USA ist es genau wie überall anders in Europa, man mietet nicht das einzelne Fahrzeug, sondern man mietet immer eine Klasse. Geht auch über einen Kleinwagen bis Kompaktklasse, Mittelklasse, Kompakt-SUV, obere SUV-Klasse, Midsize-SUV nennt sich das hier. Und mein Tipp ist eigentlich, bucht tatsächlich nicht ganz so ein kleines Auto. In den USA ist schon alles immer noch mal ein bisschen größer. Ihr braucht da beim Parken auch in großen Städten nicht so die Sorge haben, wer da so ein bisschen Angst hat. Es war früher immer meine Sorge, nicht ganz so ein riesen Fahrzeug zu haben, damit man sich irgendwie dann auch zurechtfindet. Ja, braucht man definitiv nicht haben. Also wir sind vor Jahren auch in Manhattan Auto gefahren. Selbst da war es kein Thema, mit einem relativ großen SUV zurechtzukommen. Also das schon mal so als Tipp vorneweg. Keine Sorge bei der Mietwagenwahl. Wenn es für euch möglich ist, dann nehmt ein relativ großes Fahrzeug, weil es auch gerade auf langen Strecken, die man hier wirklich oft und viel zurücklegt, weil Amerika ist ein Land, was aufs Autofahren ausgelegt ist. Also wir waren als Beispiel heute auf einem Kinderspielplatz und wir sind 15 Minuten mit Auto dorthin gefahren. Also es ist vollkommen normal, dass man hier sämtliche Wege mit dem Auto zurücklegt. Also von der Warte habt da nicht so viel Sorge, ein größeres Auto zu mieten, weil es schon angenehmer ist, in einem größeren, vor allen Dingen auch in einem SUV, ein bisschen höher zu sitzen, mehr zu sehen, gerade wenn die Umgebung noch so fremd ist. Also da schreckt nicht zurück. Und was auch den Vorteil hat, gerade wenn man mit viel Gepäck reist oder anreist, die Kofferraumvolumen sind schon recht groß, schon vergleichbar mit den SUV-Größen bei uns, aber sind doch auch schnell vom Platz erschöpft. Wir in unserem Fall, wir haben eine obere SUV-Klasse, obere Mittelklasse SUV, glaube ich, nennt sich die. Und wir sind eingereist mit zwei großen Koffern, einer großen Reisetasche, einem Kinderwagen, zwei Handgepäckskoffer und noch zwei Rucksäcken. Es hat reingepasst, ganz klar. Also es ist Gepäck für im Grundsatz fast für vier erwachsene Menschen. Und man hätte hier immer noch bequem sitzen können, also es wäre nicht das Thema. Also dafür sind diese Wagen dann schon ausgelegt. Also, das ist der Tipp. Nehmt lieber eine Klasse größer statt kleiner, weil ihr werdet viel mit dem Auto unterwegs sein und ja, spart da nicht am falschen Ende. Das zweite ist, bucht auf jeden Fall immer eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung. Ganz klar. Also die Deckungssumme so hoch wie nur geht, die Selbstbeteiligung so gering wie möglich im Idealfall auf Null setzen, bieten viele namhafte Hersteller an, also Hersteller, Vermieter. Gerade wenn man jetzt aus Deutschland bucht, über die ganzen Portale. Wir haben nicht direkt bei einem Vermieter gebucht, wir haben dieses Auto über ein großes Vergleichsportal gebucht und sind bisher super zufrieden. Abgeholt haben wir es bei Hertz. Es hat alles super gut geklappt. Wir wurden herzlich begrüßt. Wir haben ein super Auto bekommen, wo wir auch bei einem Punkt sind. Bei einigen Vermietern ist es so, dass man dann quasi in den Bereich geht, wo seine Fahrzeugklasse steht und man kann sich sein Auto aussuchen, ne, von den unterschiedlichen Marken her bis hin zur Farbe. Überall stecken die Schlüssel bzw. liegen die Schlüssel drin und man sucht sich halt dann sein Modell aus seiner Klasse aus, nach Farbe und Wunsch. In unserem Fall war es so, was glaube ich auch mittlerweile herztypisch ist, dass man am Counter gefragt wird, ja, wir haben jetzt die und die Fahrzeuge vorrätig, welchen möchtest du haben? Und wir hatten uns dann für einen Ford entschieden, was im Endeffekt egal war, weil ich habe so ein bisschen, er hatte mir drei vorgelesen und ich habe den genommen, der schwarz war. Aus dem Grund ist es der Ford geworden. Und ja, da kommen wir auch gleich nochmal zu einem Tipp. Wenn ihr die Autos übernehmt, ihr müsst sie euch im Grundsatz nicht angucken, ob sie irgendwelche Schäden haben, weil wie gesagt, wer bis hierhin schon geschaut hat, bucht die Autos Vollkasko, von daher braucht ihr da nicht die Sorgen haben. Klar, wenn man nicht mit einem ramponierten Fahrzeug durch die Gegend fahren, habe ich auch noch nie gesehen, habe ich auch noch nicht erlebt, dass es so der Fall ist. Aber
Was bei uns in diesem Jahr dieses Mal jetzt der Fall war, das Auto hat sehr nach Rauch gerochen. Und gerade wenn wir sind nur aus Mexiko, unsere Anreise war nicht ganz so lang, aber gerade wenn ihr so aus Europa anreist, habt eine lange Anreise hinter euch, man ist erschöpft, man ist müde, man ist froh, sein Auto zu haben, man will dann irgendwie los. Aber nehmt euch die Zeit, macht so diesen Geruchstest oder einfach dieses Intuitive, guckt euch das Auto mal an, wie ist der allgemeine Zustand, ist alles okay, sind die Reifen abgefahren, ja, nein. Wird in den meisten Fällen auch nicht der Fall sein, aber ich war zum Beispiel irgendwie so, weiß ich nicht, euphoriert, keine Ahnung. Ich habe der negative Geruch, das qualmt, ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Eva schon, die hat schon relativ schnell bemängelt, dass er unangenehm riecht. Wir sind dann nochmal im Supermarkt und haben so Febreze gekauft, um das Auto ein bisschen einzusprühen und so weiter. Es wurde dann auch besser, es hat dann super gerochen. Und aber darauf achtet vielleicht so ein bisschen, dass euch das nicht passiert, weil das kann so einen Urlaub auch verderben, wenn man immer in ein unangenehm riechendes Auto einsteigen muss. Das Gleiche ist, achtet beim Buchen, wie gesagt, auf die Versicherung, auf die Klasse und auf die Tankregelung. In den meisten Fällen ist es, ihr bekommt das Auto vollgetankt und ihr gebt es auch vollgetankt wieder zurück. Da habt ihr überhaupt gar keinen Stress. Weil es ist so, dass ihr das Auto vollgetankt bekommt und nicht vollgetankt wieder zurückbringt, dann muss der Vermieter halt tanken und dann berechnet er euch unfassbar viel für die Benzinkosten. Von daher, vor jedem Flughafen, vor jeder Mietstation sind immer Tankstellen, tankt das Auto wieder voll. Also diese faire Tankregelung, volles Auto und voll wieder zurückbringen, ist da angebracht und ideal. Wie gesagt, wir haben das Auto über ein großes Vergleichsportal gefunden und ich würde es auch jedem empfehlen, das so zu machen, weil man da wirklich die große Auswahl zwischen den unterschiedlichen Anbietern, also Vermietern hat. Der eine hat einen Zusatzfahrer inklusive, der andere hat, weiß ich nicht, ein Extra inklusive. Extra sind sowas wie Navigationssysteme, Kindersitze etc. Wichtig ist halt, wie gesagt, wie ich schon meinte, achtet auf die Versicherungssumme, nimmt all in und dann könnt ihr nichts falsch machen. Und eine Sache ist noch zu beachten, gerade wenn ihr einen Roadtrip macht. Also bleibt in einem Bundesstaat. Viele reisen nach Florida und fahren durch Florida und geben es halt meistens auch dort wieder ab, wo sie angekommen sind oder wo sie gemietet haben, weil man von dort aus meist nach Europa fliegt. Dann ist alles okay, dann habt ihr keine zusätzlichen Kosten. Reist ihr allerdings durch mehrere Bundesstaaten, kann es durchaus sein, dass ihr zwischen 300 und 500 Dollar, je nach Vermieter, zahlen müsst, wenn ihr das Fahrzeug in einem anderen Bundesstaat abgeben müsst. Also wir hatten den Fall 2019, wir haben es im Bundesstaat New York gemietet und wollten es eigentlich in Florida zurückgeben, das Auto. Und es hat uns halt, wie gesagt, 500 Dollar extra gekostet, nur weil wir es in einem anderen Bundesstaat abgeben. Achtet da auf jeden Fall drauf. Ja, das ist, da kann man eine Menge Geld sparen, wenn man vielleicht doch irgendwie sagt, man ist da Grenze zu dem Bundesstaat, wo man eigentlich ursprünglich herkommt, denn lieber dort das Auto wieder zurückgeben und seine Route vielleicht doch anders planen. Oftmals ist es dann auch, sind sogar die Flüge günstiger, wenn man halt keine Gabelflüge nimmt, sondern immer von dort wieder zurückfliegt, wo man angekommen ist. Ich weiß, es ist nicht immer möglich, aber das halt nur mal so als Tipp, wenn ihr euch wundert, wenn ihr meinetwegen nach San Francisco fliegt und das Auto aber in Las Vegas zurückgebt, warum sind die Mietpreise so hoch? Das liegt halt immer daran, dass man tatsächlich dann in einem anderen Bundesstaat ist und dann, wie gesagt, zwischen 300 und 500 Euro, Dollar, Entschuldigung, mehr bezahlt. Das Gleiche gilt halt auch, wenn man das Auto abholt, beim Thema Maut. Ne? Wir hier in Florida, wir haben Maut, den sogenannten Sunpass. Es gibt genug andere Bundesstaaten, die haben auch Maut. Und die Autos verfügen alle über einen Sunpass, also über eine Mautberechtigung. Weil die Mautstationen im Gegensatz zu vor vielen Jahren, wer schon mal hier war, die werden sukzessive abgebaut. Man kann halt nicht mehr Cash bezahlen an den Stationen, sondern die werden immer mehr abgerüstet, vereinzelt. Wir waren gestern nördlich von Orlando, da haben wir unterwegs nochmal welche gesehen, wo man bezahlen konnte, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt alles nur noch digital und man kommt nicht drum herum, sich so einen Pass zuzulegen. Klar kann man die Mautstraßen auch umfahren, aber es kostet halt schon unfassbar viel Zeit und auch viel Planung. Weil es gibt zum Beispiel in Miami, wenn man vom Flughafen wegfährt, je nachdem, welche Richtung man fährt, gibt es einen Weg, der führt nur über Mautstraßen. Also ihr könnt den gar nicht umfahren. Also ihr braucht definitiv so einen Sunpass. Wie gesagt, der ist in den Mietwagen ist der verbaut,
Allerdings ist das ein bisschen tricky. Ihr könnt, wenn euch das finanziell egal ist, könnt ihr dann sorgenfrei fahren. Es wird dann automatisch von eurer Kreditkarte abgebucht. Das ist gar kein Thema. Aber bei Hertz zum Beispiel ist es so, dass man 5,99 Dollar bezahlt, dafür, dass der pro Tag aktiviert wird. Also so wie man am Tag auf eine Mautstraße fährt, zahlt man 6 Dollar plus die Mautgebühr. Ja? Und das läppert sich dann halt schon schnell zusammen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, weil wir auch nur ein bisschen länger hier sind. Und das kann man auch bei nur 3 Wochen machen. Man spart sehr, sehr viel Geld dabei. Haben wir einen sogenannten Sunpass uns gekauft. Und zwar ist es, ich halte es mal in der Kamera, ist das so ein Gerät, ich verlinke den auch. Das ist so ein Transponder, den man überall kaufen kann, im Walmart, Publix, an Tankstellen. Und den kann man relativ easy aktivieren. Man braucht dazu keine amerikanische Adresse. Beziehungsweise, wenn man die hat durch sein Miethaus, was man hier dann eventuell hat, oder das Hotel oder wie auch immer, gibt man halt die ein. Also das ist nicht, dass da irgendwie Post hingeschickt wird. Selbst wenn da eine US-Adresse eingetragen werden muss, gibt man halt die Adresse vom Hotel oder etc. ein. Das ist einfach, da kommt keine Post hin, nichts, gar nichts. Da muss auch nicht registriert sein. Wie das auch funktioniert mit der, wie man hier gemeldet ist und wie man sich dann meinetwegen auch Post und Pakete hierher schicken lassen kann, gibt es ein anderes Video. Wo ich es erkläre, weil so das Thema mit von Amazon und etc. sich Pakete in seinen Ferienort, Haus, Wohnung schicken zu lassen, ist nämlich total easy. Und das gleiche betrifft halt, geht halt auch mit so einem Sunpass. Und da liegt halt wieder seine Daten, eine Kreditkarte etc. Und der rechnet ganz genau ab, welche Touren ich halt nur fahre. Und der kommt dann hier vorne einfach in die Frontscheibe mit 2 Saugnäpfen und schon ist das Thema durch. Weil die integrierten Zahnpässe sind so beim Mietwagen, der fotografiert dann von hinten durch den Scanner das Nummernschild und dann wird halt der Mietwagenfirma in Rechnung gestellt. Fährt man mit so einem Transponder durch die Mietstation, wird als erstes dieser erfasst und das Nummernschild hin wird nicht mehr fotografiert. Also die Sorge und auch die Gerüchte, die so auf manchen Foren sind, man bezahlt dann doppelt, wenn man das Ganze macht, die stimmen definitiv nicht. Also man zahlt es nicht doppelt. Weil erst wird der Transponder und dann das Nummernschild. Also, und da das System den Transponder erkennt, wird das Nummernschild nicht mehr registriert. Demzufolge ist das Mietfahrzeug niemals quasi durch den Sunpass Station durchgefahren. Ja. Ich habe noch eine Sache vergessen bei der Abholung von dem Mietwagen. Ist natürlich ganz wichtig, ihr müsst im Original euren Führerschein bei haben. Und auch da möchte ich mal mit Gerüchten aufräumen, nein, ihr braucht keinen internationalen Führerschein. Er ist auch nicht ratsam oder hilfreich. Das ist wirklich Quatsch, weil der normale EU-Führerschein reicht vollkommen. Er muss halt nur im Original vorliegen und ihr braucht die Kreditkarte, um eine sogenannte Kaution hinterlegen. Die liegt so zwischen 200 und 300 Dollar. Da wären dann nämlich zum Beispiel auch so eine Kosten wie Sunpass-Maut würden denn dort abgebucht werden, wenn ihr sie nutzen würdet. Oder wenn ihr unsachgemäße Schäden bei diesem Fahrzeug irgendwie verursacht. Oder wenn ihr diese Tankregelung zum Beispiel nicht hättet und ihr würdet das Auto nicht voll zurückgeben. Dann bekommt ihr keine Rechnung irgendwo hingeschickt, sondern es wird dann von eurer Kaution abgezogen. Das ist nur wichtig. Ihr braucht eine Kreditkarte, aber ich denke, das ist allen klar, wer so eine Reise plant in den USA, ohne Kreditkarte kannst du hier eh nichts machen. Wichtig ist dabei nur, denkt an eine ausreichende Deckungssumme bei eurer Kreditkarte, weil die Summe von der Mietwagenfirma wird halt belastet und wenn es dann mal 300 Dollar sind, die sind dann halt für euch nicht verfügbar. Also die fehlen halt dann bei eurem Verfügungsrahmen. Also es sollte euch dann schon bewusst sein, dass ihr da genug Verfügungsrahmen habt, wenn ihr das Ganze macht. Diesen Transponder, wie gesagt, gibt's bei Publix, Walmart, Walgreens, egal wo, überall zu kaufen. Kostet, glaube ich, 12 Dollar und da aktiviert man den und dann entweder lädt man das Konto auf, kann man machen, ist eine Variante, oder man macht halt den Direktabzug, dann werden halt diese 2-3 Dollar, die man dann Maut bezahlt, immer direkt abgezogen. Kann ich nur jedem raten. Wir haben es gemacht, wir sind von Miami direkt zu Walgreens gefahren und haben dort, wir waren bei Publix und haben bei Publix eingekauft und es war nur 12 Minuten von einer Mietstation entfernt und der Weg führt halt direkt durch die Stadt und der war mautfrei und dann konnte man das halt machen. Ne?
Wichtig ist, ihr braucht halt einen Internetanschluss. Also mobiles Internet wäre da notwendig. Ansonsten kauft den trotzdem, fahrt vielleicht dann einmal und zahlt den Tagesmaut mit eurem Mietwagen und macht das dann zu Hause in Ruhe in eurer Unterkunft. Funktioniert natürlich auch. Okay, ansonsten, also völlig entspannt. Ich will da nicht, bin halt nicht jemand, der da groß in Panik verfällt oder Panik machen will mit so einem Mietwagen. Wichtig ist, voll versichern und dann funktioniert das Ganze schon. Eine Besonderheit beim Fahren. Eine Sache, mit der ich jedes Mal, wenn ich hier bin, erst so die ersten 100 Meilen zu tun habe, ist, dass man hier rechts, links, oben, unten, überall überholen kann. Das ist schon eine sehr ungewohnte Situation. Das Gleiche ist, dass LKWs, Busse etc. alle genauso schnell fahren dürfen auf dem Highway, Landstraßen, Innerstadt wie wir. Also wie wir PKW-Fahrer. Und das ist dann manchmal schon komisch, wenn dann ein Bus oder ein LKW dann auch noch rechts an einem irgendwie vorbeirauscht. Also ist dann immer schon ein komisches Gefühl. Kennt man halt so aus Deutschland, Europa nicht ganz so. Und damit habe ich irgendwie die ersten 100 Meilen immer noch so ein bisschen gedanklich zu tun, dass man halt dann ein bisschen mehr gucken muss, weil sie von allen Richtungen einen überholen. Aber das war's dann auch schon. Ansonsten ist das Autofahren hier im Vergleich zu Europa, Deutschland viel, viel einfacher, viel entspannter. Alles ist breiter, alles ist größer, alles ist großzügiger. Wir sind jetzt gerade, glaube ich, so anderthalb Wochen ungefähr hier, sind schon etliche hunderte Meilen gefahren und ich habe noch nicht ein einziges Mal jemand hupen gehört. Na, also, selbst wenn man mal an der Ampel, vorhin hatten wir erst die Situation, Linksabbieger grün, der fuhr mir vor nicht los. Ich neigte schon dazu, dann kurz doch mal zu hupen. Aber ich habe es nicht gemacht und nur er ist rübergekommen und ich und die Autos hinter uns mussten ja stehen bleiben. Aber niemand hat gehupt. Also das irgendwie, also da kann ich jetzt wirklich gerade, in Manhattan ist es anders, ganz klar, aber jetzt hier gerade in Florida ist es schon sehr, sehr chillig, das Autofahren. Und wie gesagt, ist alles großzügig, alles groß, viel Platz und ja. Ansonsten noch eine Sache zum Autofahren selbst. Klar. Der Großteil der Autos oder fast alle PKWs sind mit Benzin. Es hat auch den Hintergrund, Diesel ist hier sehr, sehr selten, ist auch teurer. Und ich habe gestern erst an der Tankstelle gesehen, bei Diesel wird sogar unterschieden, ob man bar oder mit Karte bezahlt. Wenn man Cash bezahlt, also bar, ist es ein bisschen günstiger und mit Karte war es dann immer ein bisschen teurer. Ist nicht an jeder Tankstelle so, aber vereinzelt ist das der Fall. Wir haben gestern vollgetankt. Wie viel es dann zum Schluss waren, blende ich ein. Und ich glaube, die Gallone lag bei 3,20 Dollar, wenn ich mich nicht ganz täusche. Die Gallone sind dann 3,8 Liter, die man dann hat, oder 3,78 Liter, die man hat. Und die liegt hier bei 3,20 Dollar, also runtergebrochen irgendwie so 50, 60 Cent der Liter Benzin, den man hier verbraucht. Natürlich muss man ganz klar sagen, weil man viel fährt, hat man natürlich auch einen höheren Verbrauch. Die Autos sind größer, teilweise sind die Motorisierung höher, rein vom Motorenvolumen her. Man hat schon einen deutlich höheren Verbrauch. Die Benzinpreise im Vergleich zu Deutschland, Europa sind natürlich ein absoluter Witz hier. Wobei gestern in den Tagesnews das auch so war, dass die Menschen gerade hier in Florida sich jetzt schon auch beschweren über die Benzinpreise, weil in den letzten 4 Wochen sind die irgendwie geschwankt. Da gab es eine Preissteigerung von 7 bis 15 Dollar Cent. Und da meckern die jetzt hier auch schon rum, dass es dann halt teurer geworden ist. Und ich muss auch sagen, vor 2 Jahren haben wir noch weit unter 3 Dollar bezahlt für die Gallone. Ne? Also auch hier ist dann durch die künstliche Verknappung von Öl, obwohl die USA ja ein Ölproduzentenland ist, merkt man auch hier, die Benzinpreise steigen. Ne? Ja, zum Tanken selber. Viele Stationen sind selbst Tankstationen. Also man steckt seine Kreditkarte rein, gibt seinen PIN ein, nimmt die Karte wieder, tankt dann und dann wird halt direkt so abgerechnet, was man tankt. Man muss nicht zwingend in den Store gehen. Gibt's auch immer noch, aber wir haben bisher nur an Tankstellen getankt, wo wir draußen mit Kreditkarte vorab bezahlt haben. Und die Tankdeckel, man hat keinen separaten Tankverschluss, man hat nur den Deckel von der Karosse, der hört auf und man steckt seinen Rüssel rein. Und oftmals sind hier auch die Zapfsäulen so, dass man nur eine Zapfpistole sozusagen hat und dann hat man seine 3 Auswahlmöglichkeiten, das ist ähnlich wie bei uns, zwischen E10 Super und Super Plus. Und dann drückt man halt das jeweilige
Benzinsorte, die man haben möchte, und dann kommt das halt alles aus einem Hahn. Also da nicht irritieren lassen, wenn man jetzt irgendwie denkt, oh, hier stehen so 3-4 Sachen dran, aber es ist nur ein Hahn. Es liegt halt daran, dass man das halt einzeln aussucht. Ja, und interessant ist es zumindest bei dem Wagen so, wenn der Tankdeckel nicht zugemacht ist, kann ich das Auto nicht starten. Und der gibt einen totalen Warnalarm. Ist eigentlich ganz interessant, so kann man halt den Tankdeckel nicht vergessen. Das ist ein bisschen übertrieben, aber hier in dem Fahrzeug ist es so. Ja, ansonsten Autofahren, Auto mieten. Ich glaube, da waren wir jetzt schon fast. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich. Wie gesagt, keine Sorge. Ach, doch eine Sache zu dem Thema Extras. Extras und Upgrades. Also, im Regelfall ist es nicht mehr so, dass man von den Verkäufern groß belästigt wird wegen Upgrades und so weiter und so fort. Weil ihr habt ja im Vorfeld eigentlich schon euch alles rausgesucht, was ihr braucht und was ihr haben möchtet. Ne? Also ihr seid voll versichert, ihr habt eure Extras ausgewählt, wahrscheinlich den Zusatzfahrer ausgewählt und so weiter und so fort. Gerade bei Versicherungen, früher war es immer so, weil da war es noch nicht ganz so krass, dass man schon vorher online alles versichern konnte. Dann kamen natürlich die ganzen Upgrades dazu. Oftmals, was noch dazu kommt, ist, dass die an der Vermietstation, die Verkäufer, dann irgendwie sagen, was, ihr seid 4 Personen, ihr habt 4 Koffer, oh nein, das Auto ist zu klein und so weiter, ihr müsst eine Nummer größer nehmen. Und dann seid ihr wirklich schon im großen SUV-Luxusbereich und zahlt dann manchmal nochmal so $1,000 extra, nur weil ihr ein größeres Fahrzeug habt, weil euch der Verkäufer darauf irgendwie einstimmen wollte, weil er meint, ihr könnt da mit den Koffern und zu viert da drin nicht sitzen. Macht euch lieber selber erstmal ein Bild. Weil zurückgehen und ein Upgrade machen könnt ihr dann immer noch, aber nicht im Vorfeld schon verunsichern lassen und gleich, ja okay, wenn der das sagt, der hat ja recht, der hat ja Erfahrung und so weiter, machen wir gleich. Das lieber nicht machen. Und auch ein Punkt bei den Extras ist, wenn ihr mit Kind reist, so wie wir, ihr braucht natürlich einen Kindersitz, weil auch in den USA ist Kindersitz Pflicht und es wird ganz, 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 ganz streng geahndet. Ihr braucht wirklich den richtigen Kindersitz zur Größe, also da nicht irgendwie so leichtfertig werden, weil in Deutschland machen wir es ja auch nicht, das ist genauso Pflicht wie hier und das ist wirklich, wirklich wichtig. Nur in unserem Fall, wir haben den Wagen hier, glaube ich, 3,5, fast 4 Wochen irgendwie so gemietet, hätte uns der Kindersitz, glaube ich, $500 als extra gekostet. Das ist natürlich unfassbar viel Geld, also da kann man sich glatt hier einen kaufen, logischerweise. Das gleiche betrifft auch die Navigationssysteme. Ein Navigationssystem für 14 Tage, 3 Wochen kostet euch locker, meistens sind es Tagesmietsätze, aber da kommt ihr nicht drum herum, ihr mietet den halt das Navi ja im Regelfall genauso lange, wie ihr das Auto habt, werdet ihr dann ganz schnell bei so einem Navi mal so bei 3 Wochen so um die 200 Euro liegen. Und auch das könnt ihr vermeiden, indem ihr entweder euch schon eins in Deutschland kauft, mitnehmt, weil ihr bekommt hier auch nur so ein Garmin oder TomTom mobiles Navigationssystem. Und es dann, wenn ihr es später nicht mehr braucht, dann wieder verkauft in Deutschland. Oder ihr kauft hier eins. Weil die bekommt man auch im Walmart ein gutes, schon mit US- und Kanada-Karte, je nachdem, wo ihr hin wollt, so für $80-90 gekauft. Und auch das könnt ihr dann zu Hause wieder bei eBay oder sonst wo verkaufen oder vielleicht für die nächste Reise aufsparen. Also da mit den Extras wirklich, ja, wir haben uns einen Reisekindersitz gekauft, weil wir ja vorher in Mexiko waren und wir haben das für den Shuttle-Transport und auch so mit dem Uber, mit dem Taxi, wollten wir einfach immer einen Kindersitz haben und deshalb haben wir uns einen Reisekindersitz gekauft. Den verlinke ich hier auch, vielleicht blende ich auch gleich noch ein Foto ein. Und der ist super, der wiegt nur 3 Kilo, da gibt es eine passende Tasche als Rucksack dazu, dass man ihn super einfach transportieren kann. Er passt überall rein, hat natürlich nicht die höchste Sicherheitsstufe, wie so ein fester Maxi-Cosi-Kindersitz zum Beispiel oder sonst wie, aber er ist trotzdem safe, auf jeden Fall. Er ist auch zugelassen, der ist, glaube ich, sogar ready to fly, also ihr könntet ihn, glaube ich, sogar im Flugzeug benutzen, aber da mich bitte nicht fest, müsste ich jetzt nochmal nachlesen. Und den haben wir sehr günstig über Amazon gekauft, schon vorher in Deutschland. Und wie gesagt, den haben wir schon in Mexiko benutzt und auch hier im Mietwagen. Und Frieda sitzt auch super bequem drin, das ist gar kein Thema. Ich denke, damit war's das für dieses Mal. Ich blende noch ein paar Fotos von unserem Auto ein. Und ansonsten, ich freue mich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt.
eine Sache bin ich euch noch schuldig, wie wir bei dem Auto hier 500 Euro gespart haben. Und zwar, wie gesagt, wir haben das Auto über ein großes Vergleichsportal gebucht. Und ich habe es erst tatsächlich in Mexiko gebucht, weil ich jemand bin, der nicht großartig im Vorfeld schon was bucht, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass mit Frühbucher, Rabatt und etc. man nicht immer gut fährt, sondern teilweise umso kürzer der Abstand zum Mietdatum ist, umso weniger haben wir bezahlt. Das war beim Auto der Fall, das ist im Übrigen auch beim Haus der Fall gewesen. Und aber dazu gibt's was in einem anderen Video. Und zwar haben wir das Auto gebucht in Mexiko und aufgrund der Zeitverschiebung, ich habe es um 16 Uhr gebucht. Und bei euch war es dann 7 Stunden später, also sprich mitten in der Nacht. Und die Autos waren dann im Super Sale. Das bedeutete bei dem Auto, wir haben 500 Euro weniger bezahlt, als wenn ich 7 Stunden früher gebucht hätte. Also wenn ihr nach Autos schaut und es bei euch Nachmittag, früher Abend, dann werden die Autos im Regelfall, je nachdem welche Klasse, wie gesagt, obere Mittelklasse SUV für 3, 3,5 Wochen Mietzeitraum, wird 500 Euro teurer sein, ganz klar. Und ja, stellt euch einfach den Wecker nachts um 2, guckt dann nach und ihr werdet sehen, dass die Fahrzeuge billiger sind. Ja, aber beachtet immer, Rückgabe in einem anderen Bundesstaat kostet zwischen 300 und 500 Dollar extra. Und überlegt euch im Vorfeld genau, wie viele Zusatzfahrer ihr eintragen wollt. Fahren wirklich beide, alle drei, alle vier oder fährt doch wahrscheinlich nur einer, weil dann könnt ihr auch nochmal, ja, manchmal 200 bis 250 Dollar sparen, wenn man den Zusatzfahrer halt weglässt oder halt rausnimmt. Manche Mietfirmen dieses extra anbieten als sogenanntes, ja, geschenktes Extra, man kann es aber halt wieder rausnehmen. Kann man da nochmal sparen. Aber viel hat wirklich mit der Zeitverschiebung zu tun. Wenn es bei euch nachts ist, sind die Autos im Regelfall günstiger. Wie gesagt, wir haben 500 Euro gespart und ich hoffe, dass ihr das auch machen könnt, wenn ihr euch ein Auto bucht. Also, bis dahin. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier einen Kommentar und ein Like da lasst. Genauso folgt uns doch bitte auf unserem Instagram-Kanal auszeit.nehmen. Und ja, wir freuen uns. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute, sonnige Grüße, bleibt gesund. Bis dahin, ciao.